So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und wer sich wundert, was das hier ist, der Ramses ist jetzt kein Wrestler geworden, aber der war doch bei der Darmspiegelung, jetzt konnte ich 3 Tage nichts essen und das heißt Zeit für mich, endlich wieder essen und heute den zweiten Teil von der XXL Burger Deluxe Pizza zu machen. Wir haben vor langer Zeit ein Video gemacht, das hieß die XXL Burger Pizza in der Spar-Version, da gab es 2 gefrorene Pizza Edelsalami und so eingeschweißte Burger, wo 2 Stück in einer Packung sind, 2 Packungen davon, also 4 Burger. Wir haben eine Pizza Salami als Boden benutzt, da drauf die 4 Burger gepackt und obendrauf die andere Pizza Salami als Deckel. Das war eine richtig fette XXL Burger Pizza, aber in der Spar-Version. Und da das ja alles so fertig war, fertig gekaufte Burger, fertig gefrorene Pizzen, die man warm machen musste. Und das Video habe ich euch jetzt auch erst vor kurzem hochgeladen, vielleicht sogar erst gestern, damit ich das jetzt 100 Jahre später, aber genau danach hochlade. Denn ich hatte noch vor, die Deluxe-Version zu machen. Dafür haben wir uns die Karte vom Pizza Kemmerbau aus Hildburghausen gesucht. Und habe gedacht, wir bestellen jetzt mal da dasselbe, nur einfach viel teurer und viel brutaler. Deswegen haben wir bestellt eine Pizza, eine riesige Pizza, eine riesige Pizza Koch. Die sieht jetzt ungefähr so aus, ne? Guckt ihr euch mal an. Eine riesige Pizza Koch mit Spezialsoße, ist auch extra scharf. Was ist da alles drauf? Ich kann es euch nochmal vorlesen. Tomatenkäse, Schinken, was? Wo? Tomatenkäse, Schinken, Salami, Ei, Peperoniwurst, Peperoni, Brokkoli, Spinat. Wenn ihr das so seht, sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Die esse ich eigentlich sehr gerne mit Spezialsoße und extra scharf. Lasse ich mir die immer munden mit Brokkoli, mit Spinat, mit Ei. Also die klingt ja schon fast viel zu gesund für mich. Trotzdem möchte ich die jetzt erstmal hier raus packen auf meine dafür vorbereitete So, genau, jetzt seht ihr da, so sieht das dann aus. Jetzt ist das hier auf dem Teil. Und was darf natürlich nicht fehlen, wir brauchen eine zweite Pizza, diesmal die 57. Das ist die Pizza La Maggiore, könnt ihr euch auch mal hier reinziehen. Die La Maggiore ist belegt mit Tomate, Käse, Schinken, Salami, Zwiebeln, Pilze, Peperoniwurst, scharf. Aber bevor die La Maggiore hier drauf kommt, hier dazu, haben wir natürlich noch 4 Hamburger, aber keine fertigen eingeschweißten, sondern welche vom Pizza Kebab Haus original gemacht. Ich habe einfach keinen Platz, wo ich das jetzt hin tun soll. Wir machen die hier mal auf. Und dann seht ihr schon, ein so ein Hamburger kommt natürlich in ein so einem Teil an. Und das ist richtig lecker, ne? Der sieht auch richtig gesund aus. Da habt ihr wirklich auch Tomaten drauf, ihr habt Zwiebeln, ihr habt Ketchup, ihr habt Gurken, unten drunter ist Salat, ihr habt das Fleisch, Patty, also alles, was ein Burger euch eigentlich verspricht. Den nehmen wir jetzt mal raus. Der sieht so eigentlich schon richtig gut aus. Das hat nichts mit diesen komischen Fertigburgern zu tun. Und jetzt müssen wir einen Burger auf 1/4 der Pizza legen, ja? Und das Ganze also 4-mal, damit das diese XXL Burger Pizza wird, in der Deluxe Edition. Das heißt, wir drehen den auch wieder rum, da fällt alles raus, dann drehen wir eine zurück und legen eine hier auf das Viertel drauf. Mein Gott, und überall fliegt der Salat rum. 2 Stück haben wir immer noch. Das ist eine reine Essensverschwendung, glaube ich. Den nächsten nehmen wir auch wieder rumdrehen, dann zurückdrehen und auch wieder auf das entsprechende Viertel legen, wo der drauf muss. Und einen letzten haben wir noch. Noch ein Hamburger. Da seht ihr, wie viele Zwiebeln da vorne drin rumfliegen.
auch wieder einmal rumdrehen, dass der ganze Salat noch mit rauskommt. Einmal zurückdrehen und auf die Pizza legen. Das sieht auf jeden Fall jetzt schon richtig heftig aus, richtig brutal. Ich will euch das mal zeigen. Ihr habt jetzt hier einmal die Pizza mit 4 Hamburgern drauf, ja? Eine Pizza Koch mit 4-mal Hamburger. Ist das nicht heftig? Sieht das nicht gut aus? Weil das aber immer noch nicht alles war. Ich tue ich mal ein Stück runter, dass ihr da besser seht. Holen wir jetzt natürlich die Pizza La Maggiore dazu und bilden mit der Pizza La Maggiore den Deckel für diese Burgerkonstruktion. Boah, das fällt auseinander. Ich glaube, dazu muss ich mich mal fix stellen. Und muss schauen, dass ich das irgendwie hinkriege, die da drauf zu werfen. Ungefähr so. Das hat fast gut funktioniert, ja? Sage ich mal. Sieht einfach aus wie eine Calzone. 2 Pizzen, 4 Burger da drin. Einfach, guck mal, ein Pfannkuchen. Hey! Das Lustige ist, ich habe die bestellt wieder mit Spezialsoße, extra scharf. Natürlich haben wir sie abgeholt und es war wieder keine Spezialsoße drauf. Also ist man nochmal zurück und weil die Spezialsoße vergessen haben, gab es auch noch eine Cola gratis dazu. So sieht das dann also aus. Die XXL Burger Pizza Deluxe. So sieht das doch fast schon gut aus. Ich meine, hier sieht es aus, als wäre das durch. Ich richte mich jetzt hier nach diesem Schnittmuster. Gehe hier jetzt einfach durch. Das passt zwar nicht hundertprozentig übereinander. Hier hinten gehen wir noch mit. Ja, es ist nicht das, wonach es aussieht. Ja, jetzt wir versuchen es nochmal auf der anderen Seite, nochmal da durchzuschneiden. Was ist die Hälfte hiervon? Die Hälfte hiervon ist dann so ungefähr, das sind wir zwischen den Burgern. Genau. Und wenn wir hier drüben schauen, ist die Hälfte auch hier zwischen den Burgern. Ich frage mich, wer sich sowas ausdenkt, wer sowas isst. Und jetzt hättet ihr nicht nur eine große Sauerei, sondern theoretisch 4 Burger mit Pizza Deckel und Pizza Boden. Und vielleicht passt das ja sogar, dass wir uns aus der Ecke hier hinten ein Stück Burger Pizza rausnehmen können. Das ist ein ganzer Hamburger plus Pizza Boden plus Pizza Deckel. Fertig. Sieht doch aus wie ein mächtiger Döner. Wir probieren das mal. Dazu muss ich trotzdem das irgendwie zur Seite stellen. Ich weiß nur nicht wohin. Hol mir hier meine XXL Burger Pizza zurück und schauen mal, ob man da vorne reinbeißen kann, wenn man die in die Hand nimmt. Das ist jetzt hier dieses ganze Stück. Also besonders schmecke ich den Brokkoli raus von der Pizza Koch. Würdet ihr das auch mal probieren? Möchtet ihr da auch reinbeißen? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder habt ihr auch schon mal sowas gemacht? Nehmen wir hier drüben noch einen Biss. Mmh.
Das macht auf jeden Fall satt und ist eine Geschmacksvielfalt. Irgendwo ist es sicherlich auch eine Verschwendung. Adi frisst gerade sein Katzengras, aber nicht das, was schon fertig ist, sondern einfach die Samen, die da rumfliegen. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Würdet ihr das auch mal nachmachen? Welche Pizzasorten hättet ihr genommen? Das also jetzt Pizza Coro und Pizza La Maggiore. Ihr könnt auch einfach eine Schinken und eine Salami nehmen. Und ist das auch nicht so überladen. Ihr könnt das auch mit zwei kleinen Pizzen machen und einen Burger dazwischen. Oder was habt ihr für Vorschläge? Was kann man noch für eine geniale Pizza machen? Schreibt's mal in die Kommentare. Was war eure heftigste Pizza, die ihr gegessen habt? Ich werde das jetzt hier verschlingen. Muss ich mal gucken, wenn Pupsi zurückkommt. Vielleicht will die ja auch was davon. Oder sie sagt, was ist das für ein Mist? Ich hole mir lieber eine normale eigene Pizza. Die La Maggiore habe ich eigentlich nur wegen ihr genommen, weil sie immer die La Maggiore nimmt und der Ramses eigentlich immer die Koch nimmt. Aber egal, das war das Experiment. Und ich muss sagen, natürlich, die Deluxe-Version schmeckt einfach besser als die Sparversion. Bei der Sparversion, ich glaube, gerade die Burger, die da drin waren, die haben so viel kaputt gemacht. Während die Salami-Pizza noch einigermaßen geht, kommt natürlich hier nicht daran, weil ihr trotzdem irgendwie ein frischeres Gefühl habt, ein besseres Gefühl. Einfach mehr Geschmack, mehr Würze, alles dabei. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.